Seid ihr da drauf? Könnt ihr überhaupt noch? Ja. Ja, Nico hat es gerade gesagt, ich bin der Quotendeutsche heute. Und brutal, oder? Die Deutschen, die mischen sich überall ein. In der EU, in Griechenland, sogar in Wien auf dem Comedypreis. Aber es ist eigentlich die Merkel, die sich einmischt, sind nicht wir Deutschen. Und ich glaube, es ist besser, wenn ich heute Abend hier bin, als die olle Merkel, oder? Ich meine, aus Bayern ist auch nicht so schlimm. Ich habe ein rot-weißes T-Shirt an extra, also ich glaube, das schaffen wir dann schon. Mein Programm heißt ja Vollidioten-TV und das Ganze nach dem Motto: Es kotzt die Kuh, es wirkt die Sau. Florian Silbereisen im TV. Ja, ich hab's festgestellt, bei mir geht's ums Fernsehen, aber Fernsehen wird doch immer mehr zum Erlebnis, oder? Also, ich meine, es ist nicht das Erlebnis, das man hat, wenn man dann doch wieder eine Sendung findet, in der Menschen vorkommen, die blöder sind als 5 Meter Feldweg. Und ich rede von Feldweg ohne Insekten. Nein, ich meine viel eher das Erlebnis, das man hat zu Hause, im eigenen Wohnzimmer, mit den Geräten, mit den Fernsehgeräten. Also in meinem Freundeskreis ist es zum Beispiel so, jeder kauft sich da gerade so einen 3D-fähigen Fernseher. Ich bin echt der Einzige, der noch so einen alten Röhrenfernseher hat. Aber ich finde das gar nicht schlimm. Ich merke, Röhrenfernseher, muss ich erklären, das sind diese Flatscreens mit Rucksack hinten dran. Also Fernseher mit Tiefgang. Das ist quasi das, was dem Fernsehprogramm wiederum fehlt. Und wie gesagt, ich finde das gar nicht schlimm, dass ich noch einen Röhrenfernseher habe, weil es gibt einfach bestimmte Sachen, die will ich nicht gestochen scharf in HD oder in 3D sehen. Bitte, es gibt doch Grenzen. Und wollt ihr den Musikantenstadel in HD sehen? Dschungelcamp in 3D? Du musst halt alles mitmachen. Ein Kumpel von mir, der hat zum Beispiel jahrelang in seinem Wohnzimmer so eine riesige Leinwand gehabt mit Beamer. Und dann habe ich mal eingeladen zum Film gucken und ich dann dahin, Film läuft. Und ich sehe, wie so eine riesige Krake ein U-Boot verschlingt und ich denke mir, geil, 20.000 Meilen unter Meer, super Film. Ist ja alles so groß und gewaltig, erkennt man ja nicht gleich. Irgendwann gucke ich genauer hin und denke mir, na, das ist nicht 20.000 Meilen. Das ist keine Krake und kein U-Boot. Wir schauen in Porno. Stellt euch das mal in 3D vor, ich will es nicht. Ich bleib bei meinem Röhrenfernseher. Lasst doch einfach die Pornos in 2D oder wie es für dieses Genre vielleicht besser klingt, in Doppel-D, weiß es nicht. Vor allem, die Pornos, also das ist ja kein Witz, also die 3D-Technik macht vor Porno- und Erotikfilmen ja wirklich keinen Halt. Ich habe das gesehen. Nicht die Filme, sondern gibt es doch diese Reportagen auf Fox hier, Spiegel TV, 24-Stunden-Reportagen mit so tollen Titeln wie Wilde Wildnis, wenn Ferkel schmutzig werden. Also richtig investigative und informative Nachrichtenmagazine, denen man vertrauen kann. Da möchte ich ja mal Redakteur sein bei den Themen, du. Und da ging es eben auch mal um den Einzug der 3D-Technik bei Porno- und Erotikfilmen. Und sind wir doch mal ehrlich, wer guckt denn Pornos? Wir Männer. Aber welcher Mann möchte denn bitte einen gut bestückten Gleichgeschlechtlichen in 3D sehen? Gut, außer unser Außenminister Guido Westerwelle vielleicht. Ja, wenn der in dem Film sein Ding auspackt, ich hätte ja schon Angst, dass der bei mir im Wohnzimmer hinten in der Ecke das Regal abräumt. Und dann hat man ja bei 3D-Filmen immer diese klobige 3D-Brille auf. Und die stört doch bei manchen Aktivitäten, wenn man Porno guckt, oder? Liebe Männer, Christian, ich meine, du hast diese klobige 3D-Brille auf dem Kopf, kniest im Wohnzimmer vor deinem Fernseher, in der einen Hand dein Rohr, in der anderen die Taschentücher. Ständig rutscht diese dämliche Brille, du kommst überhaupt nicht mehr klar. Stell mir vor, es klingelt noch an der Tür, du stehst auf, hast die Brille immer noch auf dem Kopf, kennst dich in deiner eigenen Wohnung nicht mehr aus, rennst volle Kanne gegen den Türstock mit deiner Latte, rutscht auf den Taschentüchern am Boden aus. Welcher normale Mann soll denn damit noch klarkommen? Wir sind nämlich multitaskingfähig. Ich meine, bei solchen Filmen gewinnt der Ausdruck gestochen scharf eine völlig neue Bedeutung. Und ich meine, das Bild ist ja nicht das einzige Problem bei so einem Porno. Mich letztens wieder ein Kumpel angerufen. Ich muss jetzt sofort vorbeikommen. Wichtig, er muss mir was zeigen. Und wenn ein Kumpel anruft, dann muss man jetzt dahin. Ist ja wichtig, weil es vielleicht hat er ein neues Auto, eine neue Freundin, eine neue Spielekonsole, alles drei. Ich komme da an. Er legt ein DVD ein und Play. Und ich sage, Alter, mach bitte nicht wieder Krake und Hugo, das hatten wir schon. Was läuft? Es läuft wieder ein Porno. Ich denke mir, willst du mir irgendwas sagen? Geh in Puff, such dir eine Frau, geh zum Arzt, mach irgendwas. Und da fällt mir auf, gar keinen Ton an. Und wieso hast denn du keinen Ton an? Wenn wir Porno gucken, dann aber richtig. Tja, Porno ohne Ton ist ja wie ins Auto einsteigen und nicht losfahren. Und dann macht er den Ton an und dann habe ich verstanden. Ihr müsst jetzt sehr stark sein, denn was ich dann gehört habe. Oh, ich knalle dich durch, bis du platzt. Ich knalle dir das Gehirn aus dem Kopf. Sächsischer Porno.
Ostdeutsches Rüttel-TV. Das Ganze war aber der Titel des Films: Im Osten leckt nicht nur der Heizkörper. Du musst doch heutzutage Pornos gucken. Normales Fernsehprogramm, das funktioniert doch nicht mehr, oder? Und auch meine Freundin, die hat was Neues entwickelt, die ist die Königin im neuen Fernsehsender entdecken. Die hat vor ein halbes Jahr, ist es her, die neuen Fernsehsender entdeckt, Deko-TV. Kennt ihr Deko-TV? Da geht es den ganzen Tag nur um so Dekorationskram. Letztens hat sie wieder geguckt, kam sie mit Deko-Sand an. Deko-Sand. Sand. In der Wohnung. Da gehört der auch hin. Als sie damit ankam, ich mit dem Staubsauger. Oh. Vor 2 Wochen guckt sie wieder, hat sie eine neue Idee. Sie geht jetzt auf eine Kerzenparty. Wisst ihr, was eine Kerzenparty ist? Ich dachte erst, dass was Versautes von wegen Kerzenwachs und so. Nein. Das ist auch keine Party, wo man als Kerze verkleidet hingeht. Obwohl im Fasching. Ja, ich wusste ja nicht, was das ist, bis die mir das erklärt hat. Bei einer Kerzenparty sitzt sie mit all ihren Freundinnen zusammen. Die sitzen zusammen und eine kommt vorbei, die will Kerzen verkaufen. Ebenso eine Art Tupperparty. Nur mit Kerzen. Duftkerzen! Und da wird dann so lange Probe gebrochen, bis alle völlig high sind und im Kerzenvollrausch ihr ganzes Erspartes für Sinn und Duftkerzen raushauen. Meine Freundin kommt mit einem Grinsen im Gesicht nach Hause. Da hat die für 78 Euro Kerzen gekauft. Für 78 Euro, das sind 5 Kerzen. Und da freut die sich. Gut, ich muss zugeben, da verriecht mein Wohnzimmer abwechslungsweise nach Waldbeerkirsch, Apfelmango oder Kiwi-Zitrone. Schlimm ist, ich rieche nicht mal den Unterschied zwischen Kiwi-Zitrone und Waldbeermango. Gut, wir Männer verstehen das sowieso nicht. Für was brauchen wir diese Kerzen? Für was brauchen wir eine Kerze? Zündkerze im Auto, richtig? Aber wenn du eine Frau fragst, für was brauchen wir diese Kerzen, ziehen die ihren Joker und sagen, weil es so schön romantisch riecht. Liebe Frauen, wenn ihr schon Kerzen kauft und die bei uns Männern in die Bude stellt, kauft doch wenigstens welche, die nach Schweinshaxe, Autoleder oder Bier riechen. Da haben wir auch was davon. Stinkt deine Kerze wie eine Duft, kauft dir, nein, stinkt deine Bude wie eine Duft, kauft dir die Kerze mit dem Duft, natürlich. Und was wir auch noch sehr gerne gucken, du wirst quasi gezwungen, Werbung. Überall läuft ja schlimm, du machst den Fernseher ein, läuft Werbung. Die machen ja auch alle immer gleichzeitig Werbung. Und ich glaube, das machen die absichtlich. Ich habe das Gefühl, da sitzt irgendwo in der Redaktion von RTL so ein kleiner Praktikant, der dann, wenn Werbung kommt, alle anderen Sender anruft und sagt, pass auf, ich mache jetzt Werbung, jeder, der nicht mitmacht, muss Florian Silbereisen unter Vertrag nehmen. Die hektisch, muss denn nur für die Werbung. Und in der Werbung, da verwenden die ja auch Wörter, die verwenden Begriffe, die entwickeln Fachbegriffe, die gibt es überhaupt nicht im deutschen Sprachgebrauch. An die Frauen vielleicht, kennt ihr den Mascara mit millionisierendem Wimpern-Effekt. Millionisierender, was? Wo du dir 2 Fragen stellst, erstens, was ist das? Und zweitens, wer hat die gezählt? Millionisierender Wimpernkomplex. Mascara mit Komplexen. Wie muss ich mir das vorstellen? Kommst du morgen ins Bad rein und hörst schon vom Waschbecken der Mascara, ich kann nicht mehr, ich komm grad nicht raus, ihr kriegt Komplexe. Und nebendran die Nachtcreme, halt die Fresse, ich will pennen. Ich weiß es nicht. Oder in der Werbung, gibt's bei euch auf XXXLutz. Bei uns macht Ottfried Fischer Werbung dafür. Und ich glaube, erst seit Ottfried Fischer Werbung dafür macht, heißt diese Bude XXXLutz. Früher war das einfach Lutz. Und dieser Werbeslogan, XXXLutz, die mit dem roten Stuhl, die mit dem roten Stuhl, hallo? Wenn ich roten Stuhl habe, gehe ich bestimmt nicht in Möbelhaus, da renne ich ganz schnell zum Arzt. Oder der kleine Hunger. Tütchen auf, drüber, fertig. Ich habe am Anfang gedacht, das ist eine Werbung für Kondome, Tütchen auf, drüber. Nein, Milchreis. Es geht um Milchreis. Und wer mal 7, 8 Becher Milchreis gefressen hat, der weiß, das Zeug stopft. Jetzt muss das irgendwie aber auch wieder raus. Eine Bekannte von mir hat es mal mit der Kohlsuppendiät probiert. Kennt ihr die Kohlsuppendiät? Es ist ja die, wo man den ganzen Tag Kohlsuppe isst und sich abends wundert, warum es hinten und unten so brennt. Wo es so richtig schön knallt. Jetzt musste die am Wochenende mit ihrem Freund zu Karstadt was besorgen. Sie also rein in den Laden, er wartet draußen im Auto. Was will er auch drin? Wir Männer sind ja alle gleich. Jetzt steht die da drin und merkt, wie es langsam anfängt zu brodeln. Samstagmorgen, 5000 Leute um dich rum, kannst nicht einfach loslegen. Hat die sich gedacht, renne ich schnell raus ins Auto und lass ordentlich Druck ab? Kriegt's keiner mit. Die also raus aus Karstadt, rein in das Auto, lässt volle Kanne einfahren, die Scheiben haben vibriert, der Duftbaum am Spiegel hat seine Nadeln verloren und dann sagt die auch noch, das hat jetzt sein müssen, dreht sich nach links. Da sitzt da gar nicht ihr Freund. Ist das falsche Auto eingestiegen?
den hochroten Kopf gekriegt, raus aus dem Auto, ein Auto weiter vor, das war dann ihr Freund, steigt ein und sagt, fahr, stell keine Fragen, fahr mit hier. Wir werden los, der andere hinterher. Was passiert in so einem Fall? Rote Ampel, die müssen anhalten. Der steigt aus, läuft nach vorne, klopft an die Scheibe und sagt, Sie haben da einiges in meinem Auto vergessen. Ich kann Ihnen aber leider nur Ihre Handtasche wiedergeben. Dankeschön! Ja,